Anderen Autisten merkt man ihre Behinderung manchmal gar nicht an. Manche sind nämlich so intelligent, dass bei ihnen der Autismus kaum auffällt. Die junge Frau in dem folgenden Film will genau deswegen nicht erkannt werden. Wir haben sie Katrin genannt. Schwierigkeiten hatte ich mein ganzes Leben, sei es Schlafstörung, sei es Essstörung, Angststörung, alles Mögliche. Und vor ungefähr 2,5 Jahren ging es eben gar nicht mehr. Also da bin ich mit Panikattacken und Erschöpfung eigentlich ziemlich zusammengeklappt. Und dann haben wir angefangen, so ein bisschen zu recherchieren. Bin dann über das Internet an die Adresse von Professor Vogeleyck gekommen und habe mir überlegt, die Diagnostik doch mal durchführen zu lassen. In der Autismus-Sprechstunde von Professor Kai Vogelei stößt Katrin auf Verständnis für ihre Probleme. Sie erzählt dem Arzt von ihrer eigenen Vermutung, dass sie unter Autismus leidet. Um endlich die Ursache für ihre Schwierigkeiten zu finden, lässt sie sich auf verschiedene psychologische Tests ein. Bei diesem Test steht Katrin unter hohem Zeitdruck. Katrin soll alle Ds mit insgesamt 2 Strichen durchstreichen. Sie ist schnell und macht trotzdem kaum Fehler. Die meisten Menschen schaffen den Test nicht in der vorgegebenen Zeit und machen wesentlich mehr Fehler als Katrin. Ja, dann gucke ich da drauf und ich sehe, mir springen die ins Auge. Ich sehe Ds mit 2 Strichen und die kreuze ich dann noch durch. Auch in ihrem Jurastudium ist Katrin eigentlich sehr erfolgreich. In Klausuren oder Hausarbeiten, wenn die Sachverhalte sehr komplex sind, so diesen Gesamtzusammenhang zu sehen, das fällt mir oft schwer, weil ich mich dann auf ein Detail einschieße und daran festhake und dann ja, daran die Zeit verliere. Bei dieser Aufgabe muss Katrin sich in die Position des Mannes auf dem Bild hineinversetzen. Das fällt Autisten in der Regel schwer. Wie viele Objekte sieht der Mann? Katrin muss sich dabei sehr konzentrieren. Am Ende ist ihr Testergebnis durchschnittlich. Die Schwierigkeiten, sich in andere hineinzuversetzen, kennt Katrin aus ihrem Uni-Alltag. Ich staune immer bei Seminaren in der Uni oder so, wie schnell Studenten zueinander finden, die sich vorher auch nie kennen. Und nach 5 Minuten sind sie in Gruppen und in Gespräche vertieft. Und ich stehe daneben und denke mir so, was mache ich falsch, was mache ich anders? Also ich denke, wenn ich in einer Gruppe schon bin, aber mir trotzdem irgendwie die Fähigkeit fehlt, irgendwie ins Gespräch einzusteigen, dann denke ich, liegt es vielleicht daran, dass die anderen nicht nur Deutsch sprechen, so wie ich auch, sondern eben dann auch noch irgendeine nonverbale Sprache. Jetzt soll Katrin Gefühle erkennen. Blicken die Augen beunruhigt oder verlangend? Überzeugt. Verlangend wäre richtig gewesen. Die Versuchsleiterin zeigt ihr weitere Fotos. Logik und Katrins überragende Intelligenz helfen bei diesem Test nicht. Verärgert? Besorgt, würden die meisten Menschen antworten. Vorsichtig? Gleichgültig? Ihr schlechtes Testergebnis passt zu Ihren Erfahrungen im Alltag. Also ich versuche dran zu denken, anderen ins Gesicht zu gucken und gucke dann allerdings meistens auf den Mund oder so, also irgendwo anders hin, weil direkter Blickkontakt macht für mich die Konzentration auf das Gespräch sehr, sehr, sehr schwierig. Nach vielen Stunden und etlichen weiteren Tests erfährt Katrin endlich, was mit ihr los ist. Relativ hohe Punktzahlen erreichen. Zusammengenommen sprechen diese Ergebnisse dafür, dass bei Ihnen in der Tat solche autistischen Züge vorliegen, die also genau dem auch entsprechen, was Sie auch schon besprochen hatten an Schwierigkeiten in der Kommunikation und im Umgang mit anderen Menschen. Am wichtigsten ist für mich eigentlich ein ruhiges Leben, das halbwegs vorhersehbar ist, wo wenig spontan passiert. Ich esse jeden Tag das Gleiche, immer ein Apfel, ein Wurstbrot und ein Joghurt. Ich denke, jetzt kann ich auch einfacher leben, weil ich jetzt gezielt so an meinen Schwierigkeiten arbeiten kann. Und insofern
sehe ich mein Leben eigentlich positiv. Fälle wie Katrin, die lange nicht wusste, dass sie Autistin ist, gibt es viele. Erst in den vergangenen Jahren hat sich das Bewusstsein über den Autismus verbessert. Aber immer noch gibt es eine hohe Dunkelziffer. Manche sprechen hier in Deutschland von rund 40.000, andere sogar von 80.000 Autisten. Nun, im Internet haben wir für Sie einen kleinen Selbsttest, der zumindest die autistischen Tendenzen bei einem Menschen aufdecken hilft. Er besteht aus einem Fragebogen, den Sie interaktiv hier beantworten können. Er ersetzt natürlich nicht den Gang zum Arzt, aber mehr dazu bei www.quarks.de.